Hihi, Papa-Wochenende, Sonntag, 17 Uhr wird Levi abgeholt. Und heute ein bisschen Spaß. Ich kann noch ein bisschen Baseball spielen, wenn du willst. Nehmt einen großen Baseballschläger und die Hoffnung gegen einen Ball, da hat man ganz viel Spaß. Cool. Boah, fast ins Tor. Aua. Fast gestoßen. Wo ist denn das Tor? Weiß ich nicht. Das Tor ist im Tor die Beine durch. Durch die Beine durch? Oh, du hast voll die kleinen Mini-Beinchen. Das ist voll gemein. Das ist gut, oder? Ist geflogen. Was machst du denn da? Was für eine Fuß zu kicken. Boah, hast du gesehen? Ja. Das war doch ein Reflex. Das war ich. Kannst du auch hier jetzt kommen. Soll ich umhauen? Kinderpool. Oder Spielpool. Guck mal, die Ente reiten spielen im Sommer. Entenreiten, das ist wie so eine Rodeo-Reiten auf der Ente. Das ist kaputt gebrochen. Guck mal, ich hab den Eimer da oben gemacht. Hast du was kaputt gemacht? Aus Versehen, ja. Doch, aus Versehen, wirklich aus Versehen. Nein. Doch. Nein. Das war echt nicht absichtlich. Ich hab gestern den Eimer sauber gemacht. Den Landspieleimer hier für das Wasser. Und dabei ist mir das Ding abgebrochen. Wie ist das denn kaputt gebrochen? Als ich den Sand versucht habe, da rauszuholen. Es war ein Betoneimer, aber ich benutze den als Wasserspieleimer für den Sand.
Ich muss ein bisschen nachholen in den letzten Tagen. Nicht an den Tisch wackeln, Levi. Das machst du. Hör auf damit. Das weißt du ganz gut. Das Umfeld ist kaputt und da haben wir ein Problem. Hol den Ball wieder! Ein schönes Poco X3. 600 Euro. Ja! Das ist. Oh, er muss. Echt! Levi, hör jetzt auf damit! Hey! Das ist echt Ballverbot. Tor! Nein! Doch, los! Ich war Block im Neun. Hä? Ja, oh, wie war mit dem Ball? Mit dem Ball. Aber nimm mir das Kopf, okay? Ja. Tor! Boah, gegen den... Wacke! Was ist das denn? Der Gabelstapler. Von umgeschossen. Wo? Das ist umgeschossen. Den Trecker. Und einen Boden bauen oder was? Dann geht die grüne Schaufel da. Los geht's. Ich glaube, das Boot können wir hier mit in die Wasserspielecke machen. Tut. Für die Wasserspielecke. Hier ist zum Beispiel hier das Schiff. Fährt in die Wasserspielecke von Levi. Alte Mülltonne habe ich gefunden, habe ich sauber gemacht. Und jetzt kann Levi hier mit Wasser spielen, oder Papa? Hier ist meine Baumfarm. Da ist die Gartenpumpe da hinten. Jo. Holzkiste, Holztonne, eine Tonne für Holz. Brennholz machen. Meine selbstgemachte Blumenerde. Und jo. Jetzt genießen wir noch den restlichen Sonntag. Und dann sehen wir, was passiert. Dann schmeißt die einfach in den Busch. Dann ist sie weg. Das
kam von dem Schlamm. Ich habe gestern den Schlauch, den Wassereimer rausgespült. Und deswegen ist die Erde ein bisschen matschig an der Küste. Papa? Also du willst da ja so. Papa kann auch gar nicht anziehen. Das ist ganz normal, die auf jedem Spielplatz, wo Sand ist. Kacken die Vögel hin, kacken die Hunde hin, die Katzen hin. Papa, geht mal im Kabinett Schaufel tauschen. Mir war das nicht aus. Wenn man dreckig ist, dann muss ich eine Waschmaschine, wasche ich alle eine ein, zwei Wochen Maschine an oder zwei, keine Ahnung. Jede Woche. Lieber wenn ich auch die gute Klamotten im Schrank hängen. Du hast immer Sandwurm gebaut. Stirbt nicht. Weißt du, wenn ich dir das so erzählt? Thank you.
Und dann lade ich das bei YouTube hoch. Und wenn man mal möchte, kann man sich das angucken oder auch nicht. Und wenn du mal 16, 17, 18 bist, Papa, kannst du das angucken. Papa, auf der Wand drauf zu machen, da kann dein Sand rein. Bauen wir hier eine Burg oder was? Dann ist das sicher. Sicher ist das denn? Und wenn nicht Ameisen da drin verstecken. Ein Ameisen verstecken? Mhm. Hey. Ich mach Marienkäfer. Ja, ich mach alle Türme, die ganz klein sind. Auch kleine Levis? Nee. Oder Panini-Monsters?
mähe ich noch ein bisschen Rasen. Rasenmähen. Du willst Rasenmähen? Mal da mähe ich hier. Das willst du jetzt machen, Rasen? Ja. Los. Ja, kannst du. Ist gar kein Problem. Aber ist dabei. Das wollte der Rasenmähmeister. Und der Klettermeister. Der Klettermeister bist du auch, ne? Ich bin sogar schon der Klettermeister. Echt? Ja. Also, da war mir sehr gut zum Klettern. Ein Mini-Kletterbaum für Levi? Das kann Mimi bauen. Großer Papa. Papa ist auch da, hallo. Was? Das ist ein Papa-Baum. Ich darf hier. Was? Fall nicht runter. Hallo, komm. Fall nicht runter. Nee. Mach den Mäh den noch an. Ja, steck jetzt den Stück an in die Steckdose und dann kannst du losgehen. Papa, ja. Lass doch nochmal, ob der Fall ist. Papa, darf ich da einen Baum pinkeln? Ja, warte mal. Pinkel da am Baum, ja. Ja, da kannst du am Baum pinkeln, dass ich kann.
wie der Rasenmähmeister. Ist ja richtig gut. 5 Jahre. Eine gerade Linie. Was kam da? Nicht am professionellsten, aber ja. Der Rasen wird wieder einmal im Jahr, zweimal im Jahr. So rasen, wie du willst. Hallo? Warte mal, genau. Gelben Knopf drücken. So. Rasenmähen mit Levi und Papa. Macht ja sonst kein anderer Hausgenommen oder so, ne? Wollt ihr helfen? Nee, kannst du. Willst du helfen? Fleischermeister 2.0, würde ich sagen. Oder Rasenmähmeister 2.0. Halt du mal die Kamera hier, Papa. Den du Rasen. Vielen Dank an die Nachbarn, die mir das Holz reingeschmissen haben. Also gesagt, vielen Dank auch an die Nachbarn, die mir das Holz in den Garten geschmissen haben, hier abgesägt. So, weil vom Sturm, wenn das vom Sturm hier reingefallen wäre, erstmal sind da oben die Bäume. So, und wenn einer Sturm einen Ast abbricht, sieht das so aus. Aber da hat ein Nachbar sich gedacht, er schneidet sich die dicksten Dinger ab, schmeißt den restlichen Mist einfach bei mir im Garten. Aber dafür habe ich jetzt für den Rest des Sommers Brennholz für meinen Sohn. Dankeschön. Papa, dann du nimmst die Garten schon. 3 und 2 Minuten auf. Jetzt nimmst du schon 33 Minuten auf. Jetzt nimmst du schon 33 Minuten auf. Guck.
den Korb ein bisschen leer hier, alles in den Schnellkomposter rein. Wie gesagt, nimmst du doch auch auf mich, hältst du auf mich drauf? Ja. Ja, ich wollte mir nochmal recht herzlich bedanken für das Holz. Also ich habe das Holz hier hinter der Tanne gefunden in der Ecke. Also muss das von den Nachbarn da hinten kommen. Also. Oder von. Ich bin nicht alles abgesägt, ganz gerade. Ja. Aber jetzt haben wir Feuerholz. Nur nicht im Sommer, wenn du kommst. Auch nicht Feuer machen. Nee. Gleich aus. Nur noch 10%. 10% Akku? Ja. Kriegst du noch auf oder was? Ja. Film mal hier das geile Holz, was wir haben für den Sommer. Für Lagerfeuer und Grillabende und Dachbrotabende und so. Wie viel das ist. Guck mal, die macht Dinger da. Also gut, das hier ist das Holz. Hier haben wir nur. Also, ja. Ja. Schön, Levi? Ja. Machst du gerne Feuer? Ja. Ich auch. So. Da hinten die alte Tanne können wir auch wegmachen. Da haben wir nämlich noch mehr Holz.